Hallo alle miteinander, ich bin so der liebe Odo, zurück aus den Ferien. Ich habe die Ferien hauptsächlich dazu genutzt, um irgendwas zu machen, also mit meiner Familie herumzuhängen, irgendwo hinzufahren. Was ich auch gemacht habe, ist relativ, also für das, dass Ferien waren, relativ wenig gespielt. Ich habe auch nichts aufgenommen, ich habe keine Lust dazu gehabt. Werde aber jetzt, nachdem das Schuljahr wieder beginnt und ich auch wieder einen geregelten Arbeitstag habe oder eine geregelte Arbeitswoche habe, damit anfangen. Habe beschlossen, auch meinen Twitch-Account wieder zu nutzen. Das heißt, ich werde immer freitags am Abend auf Twitch zu treffen sein. Ich werde schauen, dass ich auch irgendwelche, also dass ich dem Twitch-Stream folgen kann, mit sagen dem, wie heißt das, dem Chat im Twitch. An und für sich schauen jetzt nicht so viele Leute zu. Also die paar Male, die ich gestreamt habe, aber nachdem ich auch nicht wirklich gesagt habe, wann ich streame, ist das auch nicht sonderlich verwunderlich. Wieso sollte irgendjemand zuschauen, wenn ich nur alle heiligen Zeiten mal drauf bin? Aber ich schaue einfach, dass ich es mehr oder weniger regelmäßig am Freitag ab 9 hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe. Unten hier werde ich den Twitch-Kanal verlinken. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle die Ferien gut überstanden. Die meisten Leute, die meinem Kanal folgen, sind ja, glaube ich, eher Schüler oder Studenten. Das heißt, die hatten jetzt Ferien. Und ich hoffe, ihr habt es nicht zu viel oder zu wenig gemacht. Weiß ich nicht. Ich habe nicht zu viel gemacht, aber ich habe ein bisschen was getan. Ich habe mich quasi versucht zu regenerieren in den Ferien. Ja, was werden wir spielen oder was werde ich spielen und aufnehmen? Im Großen und Ganzen, ich meine, ich mag Europa Universalis, aber ich werde jetzt einmal nicht Europa Universalis aufnehmen. Ich habe Age of Wonders Planetfall gekauft. Das werde ich aber wahrscheinlich auch nur ein kurzes Szenario von einer Kampagne starten und spielen. Einfach deshalb, weil mein Computer ist einfach nicht gut genug für das Spiel. Es ist grafisch relativ anspruchsvoll und es läuft zwar auf meinem Rechner, aber vor allem während der Kämpfe merkt man, dass der Rechner überfordert ist, sagen wir es mal so. Es wird langsam, es ruckelt, obwohl es rundenbasiert ist. Das ist fürchterlich. Also vielleicht muss ich einstellen, dass die Grafikeinstellungen ganz auf minimal sind. Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich habe es vor allem deswegen gekauft, weil ich das, vor allem das 1er Age of Wonders war absolut irre, weil das hat eine wirklich, wirklich großartige Kampagne gehabt. Und das inoffizielle 3er, das Age of Wonders Shadow Magic, habe ich auch extrem viel gespielt. Von der Mechanik her ist es sehr ähnlich, wenn auch nicht in einem Fantasy-Setting, sondern einem Science-Fiction-Setting, aber im Großen und Ganzen macht es kaum einen Unterschied, ob das jetzt ein Feuerball-Zauber ist oder ein Laserstrahl, der Feuerflächenschaden macht, ist in Wirklichkeit wurscht. Ja. Science-Fiction ist auch nichts anderes als Fantasy im Großen und Ganzen. Ja, also da werde ich wahrscheinlich eine kleine Folge, eine kleine Serie aufnehmen. Bei Twitch werde ich jetzt, da bin ich jetzt in der Episode 4, glaube ich, von Life is Strange. Das ist, wie schon gesagt, noch immer ein Spiel, das ich kaum aushalte. Vielleicht schaffe ich es auch, den einen oder anderen Freund von mir zu überzeugen, mit mir zu spielen. Dann spielen wir vielleicht irgendwas, sowas wie Don't Starve Together auf Twitch oder was ich auch in letzter Zeit wirklich viel gespielt habe, war
Divinity 2, heißt das Divinity? Weiß ich jetzt gar nicht. Divinity 2, das ist ein Rollenspiel, ein wirklich gutes Rollenspiel mit sehr, sehr gutem Kampfsystem, ausgeklügelt, auch rundenbasiertes Kampfsystem. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Vielleicht spiele ich das auch auf Twitch. Schauen wir mal. Die Twitch-Sachen werde ich dann so wie bisher auch im na, auch auf YouTube stellen. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ihr habt alle gute Ferien gehabt. Ihr werdet bald wieder von mir beschimpft werden. Das habt ihr sicher verdient. Und wenn ihr es nicht verdient habt, dann ist es schon für die Zukunft, sagen wir mal. Ja, ich wünsche vor allem den zwei Herren, die am Dienstag bei mir Nachprüfung haben, noch viel Glück. Ich hoffe, sie haben was gelernt. An und für sich sollte es kein Problem sein, die Nachprüfung in Chemie zu schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, dann kann ich ihnen echt nicht helfen. Also meine Fragen sind, glaube ich, nicht zu schwer. Weiß ich nicht. Ich sage immer, dass es nicht zu schwer ist. Vielleicht ist es monsterschwer. Wir werden dann sehen. Ich habe große Hoffnung, dass sie es schaffen werden. Und wenn sie es nicht schaffen, na meine Güte, kann man auch nichts machen. Okay, na dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns ab nächster Woche wieder bei verschiedenen Spielen, die ich spiele und die ihr euch vielleicht anschaut. Bis dann. Ciao.